einer der grössten Winter-Events in Zermatt ist zweifelsohne die Horotrophy. Bereits zum 23. Mal haben sich im Januar die Görling-Freunde in Zermatt eingefunden. Im mittlerweile zweitgrössten Open-Air-Turnier der Schweiz haben während 4 Tagen insgesamt 76 Mannschaften um den Sieg gekämpft. Zermatt hat eine sehr lange Tradition im Görling-Sport. Und viele Spieler vom Görling-Club Zermatt haben in der ganzen Welt um Titel gespielt. Einer davon ist der Diego Bern, der 1998 in Nagano mit dem Schweizer Team Olympiasieger geworden ist. Er erinnert sich zurück. Es war natürlich ein einmaliges Erlebnis, dass man in den Olympiafinale spielen kann. Und dann erst noch gegen ein kanadisches Team, Kanada, das ja das Maß aller Dinge ist im Curling-Sport. Es war sehr aufregend. Es war auch natürlich sehr viel Glück, was auch braucht im Sport, dass man so weit kommt, dass man überhaupt ein Finale spielen darf. Und die Formkurve war eigentlich in dem Moment so oben an, top gewesen, dass wir gesagt haben, im Prinzip spielt es keine Rolle, gegen wen das wir spielen. Wir waren gut unterwegs gewesen, wir waren gut mental unterwegs gewesen. Und wir haben gewusst, wenn wir das können durchziehen können, haben wir alle Chancen, dass wir zum Finale gewinnen können. Vorausgegangen ist dem Erfolg eine intensive Vorbereitungszeit. Bei uns war es ein bisschen speziell. Wir waren 4 Spieler aus 4 verschiedenen Regionen in der Schweiz. Und ich als Walliser, natürlich logistisch gesehen, bin ich immer am weitesten weg gewesen. Und ich musste mich dann selber organisieren. Wir haben allerdings auch extrem viele Turniere gespielt in der Schweiz. Und die Turniere, die wir gespielt haben, waren quasi so Ischi-Trainingseinheiten. Und wenn wir freie Wochen hatten, haben wir uns vielleicht zentral in der Region Interlaken oder Bero getroffen, dass wir mal ein Wochenende zusammen haben, sehr, sehr intensiv trainieren können. Ansonsten haben wir eigentlich uns getroffen für die Turnierspiele und haben das auch dann eben so als Training angeschaut. Aber der Zeitaufwand ist also sehr, sehr extrem hoch. Man muss auch pro Woche müssen wir so mit 4 Trainingseinheiten 4 bis 5 Stunden rechnen. Neben dem, dass man dann noch Berufe hat, die man nachkommen muss. Das Team vom Skip Diego Bern, Arton 1, hat schliesslich den Kristallcup gewonnen. Mit dabei der Aargauer René Jean-Richard. Er erzählt, wie es so ist, zusammen mit dem ehemaligen Olympiasieger zu spielen. Ja, es ist natürlich ein bisschen speziell. Man ist ein bisschen aufgeregt, oder? Also man weiss natürlich, dass er ein hervorragender Görler ist und will natürlich dann auch einigermaßen gut spielen, aber die Aufregung ist also am Anfang da und mit der Zeit ebbt dann das ab und man hat dann genügend Sicherheit und der Diego ist natürlich ein ganz flotter Typ, also der wird nicht böse, wenn einem mal ein Stein nicht gelingt und darum ist es relativ schnell nicht mehr so, dass man nervös ist oder so. Was macht für ihn die Faszination vom Görling aus? Also erstens ist es sehr spannend, weil es eigentlich Körper und Geist fordert. Also man muss sehr beim Spiel sein. Also wenn man Taktik und Strategie nicht versteht an diesem Spiel, dann spielt man auch nicht so gut. Also es ist eigentlich, man sagt ja auch, es ist eigentlich Schach auf Eis. Und das hat sehr viel Wort. 1992 ist die erste Horotrophy in Zermatt ausgetragen worden. Nach dem Anfangsjahr mit rund 20 Mannschaften messen sich mittlerweile auf 19 Rings 76 Teams mit über 300 Spielern aus der ganzen Schweiz und sogar aus dem Ausland. Auch der Zermatter Gemeindepräsident Christoph Bürgin ist ein regelmäßiger Gast an der Horotrophy. Oh, ich habe Fähre, noch selber gespielt, hier hatte ich leider keine Zeit. Aber es ist immer eine Atmosphäre hier und wir haben eigentlich immer Glück mit dem Wetter. Die ganzen Prognosen waren eigentlich schlecht gewesen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass man das jetzt gleich über die Bühne bringen konnte. Der ehemalige Olympiasieger Diego Bern erzählt, wie er seinerzeit zum Görling kam. Gut, da müssen wir relativ weit zurückgehen. Mein Vater war schon begeistert an Görling-Spieler und ich bin als Botsch kann ich mir erinnern, hier auf dieser Naturisbahn schon ganz schauen, wenn sie im Flutlicht am Abend trainiert haben am Arbeiten. Und so mit dem Zuhören hatte ich das Gefühl, das wäre eine Sportart, die einem begeistern könnte. Und da habe ich eigentlich schon in relativ jungen Jahren angefangen, durch den Vater an den Görling-Sport zu betreiben. Also. Gespielt wird Görling in Zermatt schon lange, wie Soka-Mitglied Nicola Burgener weiss. Görling hat schon eine sehr, sehr lange Tradition
hier in Zermatt in den 20er Jahren eigentlich angefangen. Der Tourist nimmt eigentlich das Angebot immer mehr und mehr wahr, vor allem wenn sie kennen, kann Skifahren und so weiter. Und darum haben wir eigentlich jetzt eine neue Lancierung gemacht von dem Görling Club mit einem neuen Komitee. Wir stoßen auf sehr, sehr viel Erfolg, vor allem auch unter den Einheimischen, die älteren Görler, die lange nicht mehr gespielt haben, unterstützen uns da voll und dann auch wieder ein bisschen mehr spielen. Also es ist wirklich eine coole Sache, das Görling hier zu erwarten. Wie intensiv spielt der Diego Bern eigentlich noch Görling? Seit einiger Zeit ist es für mich so, dass ich eben leider nicht mehr so aktiv sein kann. Ich habe ein Geschäft hier in Zermatt, einen Betrieb, der mich voll in Anspruch nimmt, der mir auch die Zeit niederläuft, dann weiter Görling spielen. Also bei mir ist es so, dass ich das Turnier hier eigentlich als einziges Turnier in diesem Winter spiele. Die Organisatoren sind mit der 23. Zermatter Horotrophy trotz der teilweise schwierigen Wetterbedingungen sehr zufrieden gewesen. So kann man sich schon auf die nächste Austragung, der 24. Horotrophy im Januar 2015, freuen.